Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum letzten Wochendurchblick für das Jahr 2021. Ja, wieder steht uns ein harter Corona-Winter ins Land und wieder müssen wir mit vielen Einschränkungen leben. Das ist nicht immer einfach. Gerade wenn ich an unser stark gefordertes Pflegepersonal oder auch an die vielen Selbstständigen denke. Doch die Bayer-Koalition steht fest an eurer Seite, um die härtesten Wirtschaftsfolgen so gut wie es geht abzumildern. So gibt uns die Überbrückungshilfe 4 ein sehr starkes Hilfsinstrument für die besonders betroffenen Marktkaufleute und Schausteller an die Hand. Sie können zusätzlich zu den Hilfen des Bundes bis zum 31. März einen monatlichen Unternehmerlohn in Höhe von bis zu 1.500 Euro erhalten. An einer entsprechenden Regelung arbeitet Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger derzeit mit Hochdruck. Und wir danken Ihnen sehr für sein Engagement. Härtefallhilfen werden fortgesetzt, ebenso wie der Sonderfonds des Bundes für Messen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Wir Freien Wähler begrüßen außerdem, dass das Bundeskabinett die wichtigsten Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld bis zum 31. März 2022 verlängert hat. Denn wie schon zum Beginn der Pandemie im Frühjahr letzten Jahres gilt, wir retten so viele Arbeitsplätze wie irgend möglich. Corona ist leider auch ein Brandbeschleuniger für Probleme, die früher schon drängend waren und nun noch mächtiger werden, etwa der Antisemitismus. So werden Maßnahmen gegen die Pandemie von Verschwörungsideologen und sogenannten Querdenkern immer wieder mit dem NS-Terror gleichgesetzt. Das finde ich unerträglich. Und greife diesen Missstand daher kommende Woche, Mittwoch, in unserem Videoformat Blickpunkt Bayern auf. Antisemitismus entschieden bekämpfen mit Bildung, Prävention und Demokratieförderung gegen den Hass, heißt es dann. Ich freue mich sehr, für diese wichtige Live-Sendung den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, gewonnen zu haben. Außerdem dabei die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein. Und hoffentlich auch ihr. Diskutiert mit, kommenden Mittwoch, 15. Dezember ab 19 Uhr bei Facebook und YouTube. Lasst uns jedwede Form von Antisemitismus entschieden entgegentreten und gemeinsam dafür sorgen, dass sich diese Menschheitsgeißel nicht weiter verfestigen kann. 15. Dezember ab 19 Uhr live hier. Kurzer Blick noch ins nächste Jahr. Vom 12. bis 14. Januar findet die Winterklausur der Freien Wähler Landtagsfraktion statt. Dann debattieren wir im Maximilianeum unter anderem über die weitere Stärkung der Schulen im ländlichen Raum, gute Pflege und den Ausbau deutsch-französischer Freundschaft. Das wird wieder sehr spannend. Jetzt aber wünsche ich euch allen erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit, erholsame Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.